Hier kommst du nicht mehr raus. Aber meine Herren, ich bitte Sie, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Ich bitte Sie, lassen Sie mich doch frei. Das Ganze muss doch ein Irrtum sein. Ein Irrtum. Oh nein, kein Irrtum. Ausgeschlossen. Das ist kein Irrtum. Nein, nein. Kein Irrtum. Kennen Sie das? So ein Ballon hast du doch der kleinen Else Beckmann geschenkt. So ein Ballon. Else. Nein! 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 Wo hast du die kleine Wasserperle verscharrt, du Hund? Aber die habe ich ja gar nicht gekannt. Ach, die hast du gar nicht gekannt. Die auch nicht, was? Und die hast du auch nicht gekannt, was? Du hast da was von Recht gesprochen. Hier soll ein Recht werden. Hier sitzen lauter Sachverständige in Rechtsfragen. Von 6 Wochen Tegel bis 15 Jahre Brandenburg. Die werden schon dafür sorgen, dass dir dein Recht wird. Du bekommst sogar einen Verteidiger. Geht alles nach Recht und Ordnung. Verteidiger! Verteidiger! Ich brauche keinen Verteidiger! Wer will mich denn anklagen? Ihr vielleicht! Ihr! Sie, ich an Ihrer Stelle würde hier nicht so dicke Töne riskieren, Herr. Es geht hier um Ihren Kopf, falls Sie das noch nicht kapiert haben sollten. Wer sind denn Sie schon wieder? Ich habe das zweifelhafte Vergnügen, hier als Ihr Verteidiger zu fungieren. Aber ich fürchte, dass Sie nicht viel nützen wird. Ja, wollt ihr mich denn umbringen? Wollt ihr mich denn einfach kalt machen? Wir wollen dich unschädlich machen. Das wollen wir.
Und ganz sicher unschädlich bist du nur, wenn du tot bist. Aber ihr könnt doch nicht deine nackten Mord an mir begehen! Ich verlange, dass man mich zur Polizei ausliefert! Ich verlange, dass man mich vor den vorsätzlichen Gericht stellt! Das ist richtig, Herr Idiot! Das könnt ihr so fast, mein Junge! Ausgerechnet! Damit du dich auf den Paragraph 51 berufst? Jawohl, ja. Dein Leben lang auf Staatskosten verpflegt wirst. Und dann brichst du aus. Und es kommt eine Amnestie. Und du, vergnügt. Ein Jagdschein kann ja nicht passieren. Ist ja wegen Unzurechnungsfähigkeit gesetzlich geschützt. Ist wieder fröhlich auf die kleinen Kinder los. Nee, nee. Davon wollen wir nicht mehr wissen. Jawohl. Du musst unschädlich gemacht werden. Du musst weg. Hallo. Der Kerl muss weg. Aber ich kann doch nicht dafür. Ich kann doch nicht dafür. Das kennen wir. Vor Gericht kennen wir alle nicht dafür. Was weißt denn du? Was redst denn du? Wer bist du denn überhaupt? Wer seid ihr denn? Alle miteinander. Verbrecher. Bildet euch womöglich noch was ein drauf, weil ihr Geldschränke knacken könnt oder Fassaden klettern oder Karten zinken. Lauter Sachen, denke ich mir, die ihr gerade so gut lassen könntet, wenn ihr was Ordentliches gelernt hättet oder wenn ihr arbeitet oder wenn ihr nicht so faule Schweine wärt. Aber ich, kann ich denn anders? Habe ich denn nicht dieses Verfluchte in mir? Das Feuer, die Stimme, die Qual. Du willst also damit sagen, dass du morden musst? Immer muss ich durch Straßen gehen und immer spüre ich, da ist einer hinter mir her. Das bin ich selber und verfolgt mich lautlos. Aber ich höre es doch. Ja, manchmal ist mir, als ob ich selber hinter mir herliefe. Ich will davon, von mir selber davonlaufen. Aber ich kann mir nicht entkommen. Muss den Weg gehen, den es mich jagt. Muss rennen. Endlose Straßen! Ich will weg! Und mit mir brennen die Gespenster von Müttern, von Kindern. Die gehen nie mehr weg. Die sind immer da. Immer! Nur nicht, wenn ich es tue. Dann weiß ich von nichts mehr. Dann stehe ich vor einem Plakat und lese, was ich getan habe, und lese. Was habe ich getan? Aber ich weiß doch von gar nichts. Aber wer glaubt mir denn? Wer weiß denn, wie sie mir aussieht? Wie es schreit und brüllt da innen, wie ich tun muss? Will nicht, muss! Und dann schreit eine Stimme und ich kann es nicht mehr hören! Hilfe! Ich kann nicht!